Hallihallo, liebe Leute. Es ist schon 2 Monate vergangen, aber wie ihr seht, schon mal der Gacki hat echt hervorragende Arbeit geleistet. Wie sauber er hier die Paletten aufgeschlichtet hat. Mensch, Gacki, das bin ich gar nicht gewohnt von dir. Ja, ich kann sowas. Ja, du, ey, das ist ja echt professionell. Das ist, meint man, du machst es öfters. Boah, musst du nur mal auf der NF Marsch vorbeigucken. 100.000 Paletten am Tag. Ich schaffe nur 36. Ich würde gerne auch noch einen Gang hochschalten, aber das geht nicht. Also mit normaler Laufgeschwindigkeit komme ich hier genau mit dir mit. Ja, jetzt bist du ein Ticken schneller. Ja, jetzt bin ich auf 40. Oh, nein, 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 niemals! Niemals! Oh. Ja, boah. Ja, genau, organisier schon mal einen Frontlader und eine Palettengabel. Wir müssen ja hier noch ein bisschen Eisen aufladen. Aber ich fahre nicht darunter. Fahren durch und du schmeißt die Paletten drauf. Oh Gott. Sind es viele? Wir müssen da mal vielleicht ein bisschen den Boden ein bisschen begradigen, weil da kommt man gar nicht richtig hin, oder? Ja, ich kümmere mich mal kurz um den Boden da. Landschaftsbau. So. Machen wir das so. Ich baue jetzt mal den Glasfrontlader hier ab, weil das sieht irgendwie echt arschig aus, ne? Vor allem mit diesen. Hä? Das sind die Hydraulikschläuche? Ach da. Hab mich gerade schon gewundert, wo die Hydraulikschläuche sind, aber noch anwesend. So. Schmeiß sie mal hier hin. Pitu. Dann hier. Wir bräuchten mal so ein Regal, wo wir unsere Frontlader-Werkzeuge reinbauen können. Das wäre voll nice. Wenn wir da irgendwo. Haben wir da irgendwas Hübsches im Portoir? Wüsste ich jetzt so nicht, aber kann man vielleicht bis nächstes Mal gucken. Also ich weiß, dass es sowas. Ja, es gibt ja diese normalen Palettenregale, die sind ja schon eigentlich, die passen ja schon, ne? Weiß gar nicht, haben wir dieses Schwerlastregal drauf? I don't know, Kaki. So, haben wir hier. Waldboden ist blöd. Na ja, komm, machen wir das mal. Ja, da ging es noch ein bisschen. Da passen aber. Ja, viel passen aber nicht hin, ne? Nö. Kann ich dich mal ein bisschen. War ein bisschen zu viel gedreht. Kann man das mal nochmal probieren? Komm, noch einmal drehen. Komm jetzt, mach mal nicht diesen hier. Ah ja, der ist besser. So. Wie viel brauchen wir da an? Also alles, was zu viel ist, wird dann eh nicht angenommen dort, oder? Genau, das wird erstmal gelagert und würde dann später eben in den nächsten Stufen ja auch noch verbaut werden. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das hier so ein bisschen... Ist aber nicht dein Ernst, oder? Was? Ja, kannst du da... irgendwie müssen wir da vielleicht auch vernünftig die Straße hochkommen. Alter, was ist denn... Was ist das denn? Ich bin hier gerade noch dabei. Ich habe erstmal hier nur geebnet. Ich bin gerade hier mit dem Glättungstool dabei. Ja, Gacki, ich kann das aber nicht so schön aufladen wie du, ne? Oh gut. Dann ist das so. Okay.
Hoff, du bist mir nicht böse, dass ich das nicht ganz so schön hinkrieg. Nö, nö, ist schon gut. Da ist vielleicht ein bisschen Höhenunterschied hier auf der Ecke, ha? Huh? Ich glaube, wir hätten die doch vorne bei uns am Fluss bauen sollen. Ich glaube, das wäre gescheiter gewesen. Aber so mit übereinander stapeln ist da nicht so viel, ha? Nö. Und dürfte jetzt einigermaßen passen mit der Rausfahrt hier, oder? Ja. Ja, auf der, ja, die gesamte Breite müsste man halt da noch ein bisschen anpassen, damit es auch einigermaßen hübsch aussieht, aber das, Ich bin hier noch so ein bisschen am. Boah. Das war ein bisschen viel. Mensch, Gacki, sogar vier hoch hast du gestapelt. Du bist ja. Also. Wenn ich es nicht besser wüsste, dass du das gemacht hast, würde ich sagen, ich hab's gemacht. So, so. Okay. Ja, das geht doch einigermaßen. Das sind 1000 Liter pro Palette. Okay. Ja. Aber jetzt ist sie wieder eine Kante drin. Jetzt hast du es ein bisschen unschön gemacht. Gerade war es irgendwie schöner. Nur mit dem Glättungstool jetzt noch gemacht. Ja, aber das Glättungstool geht auch nach unten. Ja, aber also wirklich. Yeah, jetzt wird's spannend. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Warte mal, wie war das? Was siehst du, das ist schon wieder ganz schöner Ruppel dann, wenn du gerade mit der Palette vorne da ankommst. Ne? Ja, das ja, ist, ja, ja, immer mit der Ruhe. Ja, ich wollte es dir doch nur demonstrieren, Gacki. Okay. Und das, ich würde jetzt mal nicht rausfahren. Irgendwie funktioniert das gerade nicht, was ich hier vorhabe. Ich hab gerade die Palette mit dem Frontgar-Stapler aufgenommen und dann hat die Palette einen Backflip gemacht. So, wo soll ich nicht rausfahren? Ich muss doch jetzt irgendwie hier raus. Ja, lass mich. Ja, bleib. Versucht das gerade mit diesem Hügel-Rampen-Modus so ein bisschen. Okay. Vorwärts fahren wäre so eine Alternative. Ich krieg da halt. Na gut, besser geht's nicht. Kleine Kante. Ja, kleine Kante ist ja okay. So, ich mach mal die Spanngurte um, weil der Anhänger macht schon wieder Movements. Ah ja. Schönes Understack, Kaki. Schönes Understack. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen Feintuning machen. Du hast das ja dahin gebaut. Du bist ja der Verursacher. So. Ich bin der Verursacher? Ja. Und was soll das jetzt sagen? Also ich kann mich da noch an andere Situationen erinnern, als ein gewisser Gacki spielt, Tunnel unter Brücken gebaut hat. Den haben wir ja auch schon fast. Also ich kann hier schon unter die Straße gucken. Oh, ja. Magst du mal bitte den Spanngurt daran? Was ist mit der Straßenlaterne los?
Laterne? Wieso? Die hattest du neulich schon so verursacht. Weil wenn ich jetzt hier anfange, kriege ich das hin? Ja, Gacki, ich mach dann schon. Nein. Wie jetzt? Spawnt einfach noch eine neue Palette. Was ist denn das jetzt hier? Bisschen höheren Punkt hier. So. Der Gacki ist hoch konzentriert am Bauen, wie ich sehe. Ich habe aber gesehen, die Laterne hat schon wieder Bodenkontakt. Ja. Wenigstens etwas, was ich kann. Ha. Ja, du hast die Paletten hier schon super verladen. Doch. So. Und alle Paletten darauf. Noch besser verkaufen kann ich sie. Noch besser verkaufen. Er muss aber die Spanngürtel, genau. Ja. Das mache ich jetzt gleich hier nochmal. Ich muss mal okay. Ein bisschen. Ja. Oh, komm. Dann gucken wir mal, was wir noch für die Achterbahn brauchen, wenn wir gleich das da alles da haben. Achso, der hatte kein Beifahrerskript, oder? Nee, leider nicht. Leider nicht. Das ist nicht schön. Abladen kannst du es ja dann alleine, oder? Schnell genug, um die Kurve fahren? Das ist auch eine Variante. Weiß nicht, ob die so gut ist. So. So, gut. Das Metall springt mich jetzt auf wahnsinnige 25 km/h, 26. Kann ich ein bisschen anschieben, wenn du magst. Ja. Gott, ich sehe da sowas hinter mir auf der Minimap. Oh Gott. Gib Gas, Kleiner. Komm, gib Gas, gib alles. Oh, ich höre ihn. Das ist gut. Gleich bin ich in einem Bereich, wo du nicht mehr hinterherkommst. Ich bin bei 52. Ja. 53. Oh Gott. Aber ich habe bei dir einklemmen. Oh. Ich glaube, ich war bei dir eingeklemmt. Gott. Auto, was machst du da? Fahr weg. Oh Gott. Oh Gott. So, oh, es kommt Geld. Wow. Okay, aber das Eisen will er nicht, ja? Mich verarschen? Irgendwie. Ja, weil es für die erste Stufe wahrscheinlich genug ist, da muss ja eh nicht viel hin, ne? Ja, aber er tut ja einiges ins Lager. Er hat ja jetzt auch 4000 Metall im Lager schon stehen, obwohl... Ja, dann ist wahrscheinlich die Maximalgröße. Ja, das kann sein. Ja, dann lassen wir das erstmal drauf.
Ja, verkaufsgleich werden. Können wir uns die Jaxl-Fabrik kaufen? Ja, müssen wir mal gucken, wo. Vermutlich dann Elm Creek, ne? Weiß ich. Mach mal schnell die Spannkarte um. Ja, ich bin gerade im Menü. Warte, dann. Okay, geht. Total. Elm Creek. Ja, dann fahre ich. Ja, kann man doch irgendwo auch hier in einem Shop verkaufen, oder? Das ist jetzt nicht so wild. So viel Unterschied wird es ja nicht sein, oder? Naja, 300. Ah, das. Sonst, was haben wir noch? Fassfabrik, Möbel, Silver Run Market. Ich habe keine Ahnung, wo die Sachen sind. Warte mal, gucken wir mal. Silver Run Market, Markierung. Weizen. Oh. Wo ist denn hier Stingy Metal? Da drüben. Hast du die gefunden? Ja, ich habe da einen Marker gesetzt. Die Achterbahn hat jetzt auch nicht so viel gegeben, ne? Ich folg dir mal. Ah, so weit. Ach, so das weit. Ist der Supermarkt hier. Da waren wir doch schon mal. Nicht? Ah ja. Oh ja, nice. Cool. Dann zur Dexlerei. Entweder das, ja gut, Papier können wir, müssen wir dann auch irgendwann demnächst mal vielleicht machen. Papier? Papierfabrik, leer räumen. Wie viel Kapazität, die hat nicht viel Kapazität, ne? Warte mal, ich guck gerade mal, was da. Ja, die hat innen drin 10.000 jeweils nur. Ist noch ein Spielraum. Ja, wir können ja einen Stapler hochstellen, der dann die Paletten ein bisschen auf die Seite fährt, bis wir da einiges zusammen haben. Ich meine, es wird ja eh so ein Wechselspiel mit den. Sag mal, wo waren jetzt die Drechslerei? War die jetzt hier? War doch die hier, oder? Jo, sieht gut aus. Ja, dann mach du mal. Dexel-Betrieb für 80.000. Ja! Hab ich gekauft, hab ich gekauft. So, und wir haben gesagt, wir machen das ja aus Holz. Das heißt, ich mache die langen Bretter gleich mal aus. Da gibt's nämlich. Ja, wir können auch lange Bretter reinschmeißen. Ne? Also. Aber haben wir ja im Moment nicht, ne? Es dauert ja wieder ein bisschen, bis da was reinkommt. Holz passen auch 30.000 rein. Dann machen wir nämlich Treppengeländer, Pfeffermühlen und Schüsseln. Hm. Ach, was ist? Das ist ja wieder ein Y. Das ist ein Y, ja. Das ist ja schlecht. Dann lass uns doch. Erstmal nur aufs Treppengeländer gehen. Das war, glaube ich, das, was wir brauchen. Das war meine Überlegung, ja. Die Frage ist halt auch, wie wehrtechnisch das ist. Ja gut, wir brauchen pro Stufe 2016 Liter. Also das ist ja auch jetzt nicht so viel. Ja, und danach kann man ja dann alles anschalten. Ja gut, dann mache ich mal das andere aus. Gut. Ach, Entschuldigung. Das heißt, wir müssen dann hier ein bisschen Holz herbringen. Ja. Soll es zur Abwechslung bei ich machen, wenn du schon die ganze Zeit die Paletten beladen hast? Oder möchtest du noch einen Anhänger Holz beladen? Ich kann auch mal einen Anhänger Holz beladen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und so als Abwechslung zu den Paletten ist das, glaube ich, ganz gut. Der Gacki macht hier die ganze Arbeit und ich schaue hier nur zu. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Immer Gacki, glaubst du, die Leute glauben uns das? Selbstverständlich. Okay. Weil, Leute wie wir sagen immer die Wahrheit. Genau. Ja, selbstverfeihlich. Aber das Einzige, was mir ein bisschen Angst macht, ist unser Kontostand. Boah.
Ich wollte mal nachgucken, ob wir noch Missionen haben. Man kann hier ein Tempomat mal machen. Du fährst mal geradeaus, Traktor. Ja, kriegen wir das hin? Ich guck mal nach Missionen. Oh, Baumtransport. Haben wir eine aktiv? Da ist noch eine drin. 15.000 Euro. Boah. Dann würde ich Baumtransport machen. Ja, das Problem ist nur, das geht nicht. Warum? Weil ein Holzanhänger brauche ich. Der zweite steht bei der Papiermühle. Ja. Oder du fährst die Baumstämme einzeln. Ja. War der Plan. Stell den Anhänger. Ach so, nee. Der hier. Ja, ich habe keine Ahnung. Muss mal gucken, was machen. Ich guck mal, ob in der Papierfabrik, aber da war der Anhänger noch voll, ne? Noch relativ, ja. Ja. Das ist cool. Und hier wäre eigentlich ein cooler Spot für das Paletten, egal. Haben wir da nichts drin? Nein, eigentlich. Nee, Leute. Pass mal auf. Ne? Wir müssen jetzt hier mal Schluss machen, weil ihr wisst schon. Nächste Folge kommt bald wieder, bestimmt morgen oder übermorgen oder sowas. Außer ihr kommt hier Freitagabend live auf Twitch, da sind nämlich wir unterwegs. Und ansonsten müsst ihr noch einen Daumen da lassen. Bis dann, adieu. Auch von mir kurz und knapp heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal.